Hi, wir präsentieren euch heute Quick Compare. Das ist eine App, die wir übers Wochenende entwickelt haben. Daran gearbeitet haben Marius, DJ, Nick, Jonas, Easy, Naomi, Sophia und Luise. Genau. Also, das Problem ist, wir verbrauchen zu viel Strom, aber wissen nicht, welche Geräte dafür zuständig sind. Und die Lösung ist unsere App. Was macht unsere App? Unsere App misst den Stromverbrauch verschiedener Geräte, zeigt Stromverbrauch anhand eines Diagrammes oder eines Graphens an. Und am Ende der Woche zeigt es durchschnittlich den Stromverbrauch. Wie haben wir das Ganze umgesetzt? Wir haben das Ganze mit Flutter entwickelt. Dafür benutzt man die Programmiersprache Dart. Außerdem haben wir, um den Strom zu messen, ein USB-Strommessgerät auseinandergebaut und sozusagen gemoddet. Und das Ganze wurde mit MicroPython geschrieben. Marius hat ja auch gerade dieses Strommessgerät angesprochen und damit habe ich mich beschäftigt. Das Strommessgerät ist basiert auf diesem kleinen Gerät. Es hat ein Display, das kann man an einen Computer anstecken und dann misst es, wie viel Strom durch den USB-Port fließt. Wir haben das aber, wollten das ein bisschen weiterdenken und haben uns gedacht, könnte man das nicht auch mit dieser App verbinden? Könnte man das nicht auf der App ganz einfach angezeigt kriegen? Und dafür haben wir dieses Gerät auseinandergebaut, haben das Display abgelötet und haben dann die, hier sieht man das Display, haben die die Befehle, die von diesem kleinen Gerät an das Display gehen, die haben wir mit dem Mikrocontroller aufgezeichnet und geguckt, zu welcher Zahl das korrespondiert. Und haben diese Zahlen dann auf einem kleinen Server, der auch auf diesem Mikrocontroller läuft, in das Netz gestellt, damit es von der App verwendet werden konnte. Das zeigt die API, die sieht man auch nochmal auf diesem Screenshot. Das kriegt man dann als JSON zurück. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Sieht man dann auf. Es funktioniert. Es ist alles gut. Das ist. Die zwei, stimmt. Hier. Ja. Hier sieht man das nochmal. Das heißt JSON. Wenn dann die Watt, die Ampere und der Volt, der durch das Strommessgerät fließt, werden dann da auch angezeigt in der, und dann können die von der App weiterverwendet werden. Zu der App sagt euch jetzt DJ. Also, diese App habe ich und Marius am meisten programmiert. Diese App war schon hart, könnte man sagen. Und am hartesten war es schon, all die Bearbeitungs- und so eine Sachen zu machen. Und dann auch den Funk mit dem Programm. Also jetzt, ich gebe Nick weiter und er wird uns eine Demo zeigen. Hier kann man die App sehen, unsere App Quick Compare. Wenn man sie jetzt öffnet, muss man kurz warten. Und dann sieht man schon Steckdose 1. Da kommt dann zum Beispiel von dem Gerät hier die Daten hin. Und dann wird der Durchschnitt in der Mitte genommen. Und dann je nachdem, ob es mehr Strom verbraucht oder weniger, geht dann der Balken von grün nach rot. Zudem gibt es dann auch noch die Einstellungen, wo man die Sprache ändern kann, Steckdosen bearbeiten kann, Räume hinzufügen kann und das Theme auf, also auch in Dunkel-Mode hinzufügen kann. Und man kann alles löschen auch. Das war die App Quick Compare, die wir uns dieses Wochenende, die haben wir dieses Wochenende gebaut. Wir hoffen, dass sie euch allen gefallen hat. Ja, vielen Dank, liebes Team. Ihr habt ja auch super viel mit Hardware gemacht. Und ich sehe auch da hinten, ich sehe zwei Leute, die haben Hardware-Ohrringe. Habt ihr die gerade gemacht? Oder könnt ihr darüber ein bisschen erzählen? Habt ihr schon Hardware-Erfahrung generell in der Gruppe gehabt?
Also ja, wir haben die Ohrringe gerade gemacht. Das haben wir gelötet. Wir haben da einfach so Lichter genommen und die zusammengelötet und dann mit so einer Batterie verbunden. Ja, also ich hatte davor noch nicht so wirklich Hardware-Erfahrung. Ich auch. Ja, aber voll cool, dass ihr euch dann trotzdem getraut habt, was mit Hardware zu machen. Oft gibt es ja bei Jugendhack so vor allem Softwareprojekte, aber cool, dass ihr es irgendwie geschafft habt, so beides zu verbinden in so einem wichtigen Projekt. Genau, auch nochmal bezüglich Hardware. Wir hatten auch dieses Wochenende Unterstützung vom X-Hein, Philipp ja schon gesagt hat. Und wir hatten einen kleinen Makespace mit Lasercuttern und 3D-Druckern. Und genau, da sind ganz viele Sachen entstanden. Und genau, da habt ihr wahrscheinlich auch eure Materialien her. Und wir freuen uns total, dass ihr so ein cooles Projekt gemacht habt. Vielen Dank. Wir wollen uns auch nochmal bei unseren Mentoren bedanken. Ohne deren Hilfe hätten wir dieses Projekt niemals realisieren können. Danke an die. Dann nochmal. Außer Timon.